Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier zur Pressekonferenz im Provinzstadion nach der Meisterschaftspartie der Oberliga Rheinland-Pfalz Saar zwischen dem FC Adler Wiesbach und der U21 des 1. FC Kaiserslautern. Bei mir begrüßen darf ich wie immer die Trainer der beiden Mannschaften. Zu meiner Rechten den Trainer unserer Gäste, Karl-Heinz Moser, und natürlich unseren Coach Michael Peter. 4:0 der Endstand hier nach 90 Spielminuten. Und Moser, wie es sich gehört, darf ich auch gleich das Wort weiter an Sie reichen, vielleicht von Ihnen ein paar Eindrücke zu euch begeben. Hallo, alle zusammen. Ja, schöne Klatsche gekriegt, verdiente Niederlage. Michael habe ich schon gratuliert eben. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Das war gerade von der ersten Sekunde an was verdient, weil wir die ersten 20 Minuten keinen Zugriff gekriegt haben und viel zu weit weg waren von den Gegenspielern. In dieser Phase auch das 1:0 bekommen haben. Trotzdem glaube ich, dass wir mit unserer jungen Mannschaft ab der 20. Minute mehr vom Spiel hatten, auch ein bisschen Kontrolle gekriegt haben, auch durch Schuss auf Rückpass von der Grundlinie die Chance hatten zum 1:1. Warum er den Elfmeter nicht gibt, weiß ich nicht. Gab er sogar Freistoß für den Gegner. Es gab immer zwischendurch Möglichkeiten, hier und da nochmal zurückzukommen. Ich glaube, das 2:0 ist auch relativ spät gefallen. Meine junge Mannschaft hat sich gut gewehrt. Wir haben gewusst, was uns hier erwartet. Und bin noch nicht mal, ich weiß, dass es schwierig ist, nach 0:4 zu sagen. Ich bin noch nicht mal unzufrieden, wie sie sich gewehrt hat, in der Art und Weise, wie sie zwischendurch gespielt haben, gut nach vorne kombiniert haben. Dann sicherlich bin ich auch der Meinung, am Schluss ein, zwei Türchen dann doch zu hoch. Aber nochmal Glückwunsch, das geht in Ordnung für Wiesbach. Über die drei anderen Kollegen, wo wir beide draußen, nehme ich mal mit rein, Michael, wo wir beide Spaß hatten, über die drei sage ich nichts. Also ich habe noch nie Probleme mit den dreien gehabt. Aber was die heute hier veranstaltet haben, und sie waren nicht schuld am Ergebnis, das ist schon der Hammer. Danke. Vielen Dank, Herr Moser. Michael, gebe ich das Wort gleich weiter an dich. Ja, ich denke, wir haben es super analysiert. Die ersten 20 Minuten gingen ganz klar an uns, haben auch zu Recht geführt. Ich denke, auch in dieser Phase hätten wir vielleicht das ein oder andere Tor mehr machen können. Danach war es wirklich so, haben wir ein bisschen die Kontrolle verloren. Vielleicht waren die ersten 20 Minuten das Pressing-Spiel vorne, ging vielleicht auch ein bisschen dann auf die Kraft vielleicht. Da hat man gemerkt, dass wir auf einmal ein paar Lösungen gefunden haben. Da haben uns ein bisschen schwer getan. Wichtig war, dass wir dagegen gehalten haben bis zur Halbzeit und da war wirklich die Möglichkeit drin, die eine Chance. Ich denke, am Ende war es, glaube ich, auch nur die eine Chance, die sie hatten. Aber die war natürlich dann hundertprozentig oder war mal eine richtig gute Chance. Aber ein bisschen Glück gehabt, dass er ihn drüber schießt. Ich denke, in der zweiten Halbzeit wollten wir auf alle Fälle dagegen halten und dranbleiben. Keine Torchancen zulassen, zu Null spielen nochmal. Das ist uns hier dann super geglückt und haben dann gehofft, dass wir hinten raus dann ein bisschen mehr Platz bekommen und dann auch die Konter fahren können. Ich denke, am Ende ist dann genauso auch passiert. Gut dagegen gehalten, dann das 2:0 gemacht nach dem Standard. Hinten raus, klar, haben wir so ein bisschen rausgespielt. Dann war es auch wirklich dann ein, zwei Tore zu hoch. Aber ich bin sehr stolz auf die Jungs. Wir haben eine komplett neue Mannschaft oder fast komplett neue Mannschaft. Ich glaube, heute waren, glaube ich, 6 Spieler vom letzten Jahr in der ersten Elf, 5 neue. Auch die Einwechselspieler. Dann nochmal 2 neue, das heißt 7 Spieler auf dem Platz, die erst seit kurzem da sind. Ich glaube, wir haben es richtig gut gemacht, richtig gut verteidigt nach vorne, richtig gut kombiniert. Und ich denke, am Ende, wie gesagt, in 2 Toren zwar zu hoch gewonnen, aber ich glaube, der größte Optimist hätte nicht daran geglaubt, dass wir nach 3 Spielen mit 9 Punkten und 9:0 Toren hier stehen. Von daher sind wir sehr stolz, sehr zufrieden heute auf die Mannschaft. Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht und jetzt heißt es einfach schnell regenerieren, denn wir haben am Sonntag nochmal ein schweres Auswärtsspiel. Und wir sind am Anfang der Saison, von daher nehmen wir es gerne gerade mit, dass wir so einen guten Lauf haben, aber wissen, dass wir jedes Spiel Gas geben müssen und das sind sehr zufrieden heute. Danke. Dankeschön, Michael. Die Kollegen von der Presse sind Fragen an die Trainer. Ja, Neumann hat noch gefehlt, kommt wieder zurück. Das ist schon der Dinge. Norbert Neumann. Ja, Norbert Neumann hat leider einen kleinen Einriss in der Patellasehne. Muss 4 Wochen pausieren. Pausiert gerade 2 Wochen, aber heute nochmal in der Nachuntersuchung. Ist ein bisschen besser geworden. Aber wir hoffen, dass wir in 2 Wochen nochmal zurückkommen.
Denn er wäre zum Beispiel heute auch so ein Typ gewesen, gegen den großen Innenverteidiger, vielleicht den Bälle ein bisschen besser klären gekönnt hätte. Wobei, ich denke, Schüli ein paar sehen, obwohl er nur entweder 80 ist oder 75, hat er, denke ich, ganz gut das Kopfballspiel auch gemacht und gute Bälle verlängert. Von daher sind wir ja, wie gesagt, froh, dass wir so breite und gute Karte bis hier haben. Ich hoffe natürlich, dass jetzt der Norbert schnellstmöglich wieder kommt. Weitere Fragen an die Trainer? Ja, Frau Moser, ihr habt zwei Spieler auf der Bank gehabt. Was waren da die Gründe? Gibt es da Regelungen innerhalb vom Verein oder ist das doch ein bisschen... Regelungen? Ja. Also wir haben keine Regelung, dass man nur zwei Leute mitnehmen kann. Nein, das war von Anfang an nicht meine Absicht, hier ein paar Leute aufzuzählen, die bei uns heute gefehlt haben. Ja. Das ist schon eine eigene Mannschaft, was gefehlt hat heute. Aber wir haben immer noch 11 gute Jungs dabei gehabt. Heute Morgen noch dezimiert worden durch zwei Jungs, die die ganze Nacht nicht mehr von der Toilette runterkamen und wir das Risiko auch nicht eingegangen sind, im Hinblick auf Samstag noch weitere Spieler zu verlieren. Deswegen, es war natürlich ein enger Kader. Unglücklich nach zwei Siegen zum Topspiel hier zu einer der Top-Mannschaften. Ich habe vor der Saison gesagt, der Wiesbach wird ganz vorne mitspielen, dass man ausgerechnet hier hinfährt und hat nur zwei Mann auf der Bank. Wir haben noch 3-4 Spieler auf dem Platz gehabt, die noch nicht fit sind, die im Moment bei solchen Situationen schon durchspielen müssen, was wir nicht geplant hatten. Aber es ist einfach so gekommen heute. Wir wollen die Situation so annehmen. Und deswegen habe ich auch hier in meinem Statement klar verbieten, auf ein paar Spieler hinzuweisen. Ich glaube, jeder kennt die Spieler, die heute gefehlt haben. Das hätte hier heute auch ein bisschen anders ausgesehen. Aber ich habe großes Vertrauen auch in die anderen Spieler. Wir haben viele Spieler auf dem Platz gehabt, die vor zwei Monaten noch um 19 gespielt haben. Also ich denke, die haben es hervorragend gemacht. Denen muss man diese Spielpraxis geben. Das ist unser Ziel. Und irgendwann werden auch die Spieler wieder nach und nach zurückgehen. Und dann wird auch die Mannschaft wieder ein anderes Gesicht bekommen. Aber ich bleibe dabei. Die Mannschaft, die heute hier war, hat es ordentlich gemacht. Natürlich wünscht man sich bei über 30 Grad auch noch diese dritte Auswechslung, die war heute nicht möglich. Insgesamt schade für uns. Und ich sage, wir fahren mit einer jungen Mannschaft zu einer Top-Mannschaft, was schade. Aber ich sage nochmal, ich habe es so angenommen, es ist für mich kein Thema, mich damit zu entschuldigen, sondern ich muss eigentlich die Mannschaft trotz 0-4, muss ich sagen, zwischendurch einen guten Ball gespielt. Auch von der Art und Weise, wie wir spielen wollen, das ganz gut umgesetzt hat. Dass wir hier Erfahrungswerte sammeln müssen, gerade bei den Kontern, gerade bei Standards. Ich glaube, das zweite und dritte Tor ist nach Standards gefallen. Das letzte Tor brauchen wir nicht reden, lassen wir uns eindrehen. Ich habe der Mannschaft eben gesagt, wenn wir das mitnehmen, wenn die jungen Spieler das mitnehmen, diese Erfahrung, die sie heute hier gesammelt haben in den nächsten Spielen, dann sind wir auch wieder ein Stück weiter. Aber für uns war das heute ärgerlich, aber es war für uns kein Thema, das großartig auf den Tisch zu bringen. Danke. Weitere Fragen noch an die Trainer? Dem ist nicht so. Herr Moser, dann von unserer Seite natürlich für die weitere Saison. Nach Kaiserslautern alles Gute und liebe Zuschauer, hier noch die nächsten Termine unserer Hertha. Michael hat es gerade angesprochen. Am Wochenende steht für unsere erste Mannschaft ein schweres Auswärtsspiel an beim FV Engers. Anstoß in Engers um 15 Uhr. Und auch unsere zweite Mannschaft in der Landesliga Nord bestreitet am kommenden Wochenende, das erste Heimspiel in dieser Saison. Nach dem 1:0 Auswärtssieg im Derby beim FC Unterfangen kommt nun am Sonntag um 18 Uhr der VfL Bundesliga 2 hier ins Provinzstadion. Vielen Dank und wir hoffen natürlich auch in Zukunft auf Unterstützung.